Hey Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Verrückten Lab und zwar ist es gute Taten, die gefilmt wurden. Versuche nicht zu weinen. Und Leute, ich bin so eine Person, ich weine, ich heule bei Videos mit Katzen, mit Kindern, mit Leuten, die einfach... Ich bin so eine Heulsuse, was sowas angeht. Deswegen, ja, schreibt dann in die Kommentare, bei welchen dieser Videos, dieser Ausschnitte, bei euch Tränen kamen. Let's go! Für gewöhnlich denken wir an Superhelden, die coole Kostüme tragen und fliegen können. Aber es gibt in jedem von uns einen Superhelden. Oh, ich finde jetzt schon ein paar... ist eine freundliche Tat. Heute zeigen wir euch ein paar freundliche Menschen, die vielleicht nicht die Welt gerettet haben, sie aber definitiv ein wenig besser gemacht haben. Also seid unser Held und abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Diese kleine afrikanische Weiße hat in ihrem Leben noch nie ein Geschenk erhalten. Bis jetzt. Ich sag euch jetzt. Wie sie sich über eine einfache Puppe freut, bricht mir einfach das Herz. Wieso muss es direkt so anfangen? Der Fußballspieler Cory Bonner war 12 Jahre lang gelähmt. Doch er versprach sich, dass er bei der Abschlussfeier wieder laufen könnte. Und dieser Kerl hält sein Wort. Krass. Ich finde es immer wieder krass zu sehen, wie Leute nicht aufgeben, obwohl sie zum Beispiel solche Konditionen haben, wie zum Beispiel eine Lähmung oder sowas. Und das ist echt schon schlimm und das nimmt schon super viel von deinem Leben weg. Sieht vielleicht so aus, als ob diese Polizisten diesen frierenden Obdachlosen verhaften würden. Oh, ich dachte gerade, seine Augen leuchten. Sie versuchen, ihn zu retten. Oh, das ist schön. Nicht alle Polizisten sind so. Leider. Obwohl er selbst körperlich eingeschränkt ist, arbeitet dieser junge Mann namens Ani weiterhin für seine kranke Mutter. Also fand der Vlogger Ted Konchuk einen Weg, Ani nach Hause zu schicken, indem er alle seine Orangen für 1000 Rupien kaufte. Oh Mann. Und noch weitere 2000 drauflegte. Okay. Ey, ich hätte ihm mein ganzes Geld gegeben. Wir können nicht jedem helfen, doch schon eine Person macht den Unterschied. Vor allem macht das alles für seine kranke Mutter. Dieser Typ beschloss, den Polizisten für ihre Arbeit zu danken, indem er ihnen einen Gutschein von Dunkin' Donuts gab. Das ist irgendwie lustig. Sie hatten keine Ahnung, dass sie ihn so nutzen würden. Ach, das ist schön. Dieser Obdachlose hat Das hat mich echt gerade gefreut. Also war die U-Bahnfahrt die einzige Möglichkeit, sich ein wenig aufzuwärmen. Doch ein Passagier konnte nicht zusehen, wie eine andere Person leidet. Und die gute Tat inspiriert andere. Wisst ihr, was ich aber gerade bemerkt habe? Er sieht jetzt ziemlich ähnlich aus wie der Dude neben ihm. Jetzt mal so random. Es gibt wirklich so wenig Leute, die sowas gemacht hätten. Diese Person zeigte, was es bedeutet, Freiheit zu kaufen. Was macht er? Ach, der kauft alle Vögel ab, nicht zum Spielzeug von anderen. Hugo Rowling musste den wichtigsten Tanz seines Lebens im Rollstuhl aufführen. Oh, das ist auch schön. Doch seine Verwandten halfen ihm, sich frei zu fühlen, wenn auch nur für einen Moment. Diese arme alte Lady hätte es nie ins Krankenhaus geschafft, wenn es nicht diesen LKW-Fahrer gegeben hätte. Och man, das ist... Ah, wie wir sie... Ah, okay, das ist jetzt nicht so. Jetzt wird sie ihren Enkeln von ihm erzählen. Stellt euch vor, wie es sich anfühlen muss, alles zu verlieren und sich entscheiden muss, ob man das Gehalt für Essen verwendet oder für eine Brille spart, die man so dringend braucht. $11. So how much your glasses cost? About $150 at Walmart. Yes, you gotta watch. 150 windows. Und er beschloss, diesem Mann $500 zu geben. $500 for you. I'm gonna get my glasses. Nur wegen einem Akt der Güte ist dieser Mann auf dem Weg in ein neues Leben.
diese... Ich sehe so oft solche Videos und viele schreiben, ja, wieso filmst du das und so weiter. Und ihr fragt euch vielleicht jetzt auch, wieso hat er das verfilmt, dass er ihm $500 gibt. Aber gute Taten sind ansteckend. Der türkische Koch fand heraus, dass die Menschen in seinem Heimatdorf hungerten, während er... Ach, das ist diese eine Dude. Kochte. So nutzte er seine Fähigkeiten, um alle Bedürftigen zu ernähren. Der Vater dieses jungen Mannes, okay, liebte den 16. Geburtstag seines Sohnes nicht. Doch er sorgte dafür, dass er sich an diesem Tag besonders fühlte. Dad bought it for you before he passed away. For your birthday. Ach man. Er wird wohl nie ein wertvolleres Geschenk erhalten. Bei 38 Grad Celsius würde dieser kleine Kerl nicht lange ohne Wasser aushalten. Also begann er, diese Frau zu verfolgen. Und zum Glück verstand sie seinen Hilferuf. Ach, wie er seinen Mund aufmacht, wie süß. Wie sein Schnabel aufmacht, damit er Wasser... Ach, diese obdachlosen Kinder hatten mehrere Tage lang nichts gegessen, weil sie am Straßenrand um Nahrung betteln mussten. Doch dieser Mann auf Patrouille erkannte ihre Notlage Polizist. Und gab ihnen sofort sein ganzes Abendessen. Sie gehen heute Abend mit vollem Bauch ins Bett. Eine arme Katze stand schutzlos im Regen und dieser Mann tat alles, um zu helfen. Diese Frau wärmte meinen obdachlosen Hund mit ihrem Schal. Sie wärmte auch mein Herz. Das war gerade ein Corny-Spruch, aber okay. Ich weiß nicht, wie dieser streunende Hund auf dieser beliebten Straße geendet ist, aber der Einfallsreichtum, mit dem der Busfahrer sein Leben gerettet hat, ist erstaunlich. Dieser Typ stand kurz vor dem Tod, als sein Auto über den Abhang einer Bergstraße baumelte. Aber er hatte wahnsinnig viel Glück, dass es genügend... Ey, yo, das ist echt so Schutzengel. Er hatte einfach Schutzengel. Dieser arme Hund litt unter Schmerzen und Durst. Glücklicherweise konnte dieser nette Kerl bei mindestens einem dieser Probleme helfen. Aber ich finde es auch immer so rührend, wenn Leute Tieren und auch obdachlosen Tieren einfach so Streunern auf der Straße auch helfen. Katzen und Hunden, weil es gibt so viele davon. Dieser Student fuhr zu schnell und der Polizist war dabei, ihn abzustrafen, bis er den Grund hörte. Und er half ihm sofort, so wie es ein Vater getan hätte. Dieser Mann belügt seine eigenen Kinder, indem er ihnen sagte, dass er einen Tisch voller Essen hätte, während er nur ein einziges Brötchen aß. Okay, das ist schon ein bisschen komisch gefilmt, aber okay. Die Menschen um ihn herum konnten seine Selbstaufopferung nicht ertragen und beschlossen, seine Lüge in die Wahrheit... Ich frage mich halt dann dort, woher wussten sie, dass dieser Mann jetzt jemanden an... Also die Kamera war direkt auf ihn gerichtet. Woher wussten sie, dass er jetzt jemanden anrufen wird? Sowas, da frage ich mich echt manchmal. Zu verwandeln. Aber wenn es echt ist, ist es echt schön. Dieser Junge hatte nur einen Traum im Leben, einen Touchdown zu machen. Und alle seine Klassenkameraden haben sich zusammengeschlossen, um es zu ermöglichen. Oh, das ist auch schön. Dieser kleine Vogel... Oh Mann, vor allem Kinder sind manchmal so böse und mobben und das war gerade echt schön. ...vor an einer Metallstange fest und war hilflos. Doch dieser Mann bemerkte es rechtzeitig und hauchte ihm buchstäblich wieder Leben ein. Der ist eingefroren an das Rohr, der Arme. Das Leben einer ganzen Familie war in den Händen eines gewöhnlichen Muldenkipperfahrers, als ihr Auto während einer Flut weggespült wurde. Er wusste, dass es keine Zeit zu verlieren gab und trat sofort in Aktion. Das ist auch so gruselig. Eine ganze Familie. Hat dieser Polizist noch einen Job, die armen Seelen jede Nacht vor dem Hungertod zu retten.
Ey, wirklich, wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, würde ich erstens Frieden schaffen wollen und zweitens allen Obdachlosen, Menschen und Tieren für immer ein Dach über den Kopf geben und Essen geben. Aber es ist einfach, das ist ja unmöglich und das macht mich auch übel traurig jedes Mal, wenn ich das sehe. Stellt euch vor, mitten in einer Flut in einem Auto eingesperrt zu sein. Die Art und Weise, wie dieser Mann das ist auch super gruselig. Sollte uns allen ein Beispiel sein. Es sieht so aus, als ob dieser reiche Mann ein Foto von seinem Lieblingsauto macht. Aber tatsächlich lässt er einen Lieferfahrer hinter das Steuer seines 300.000 Dollar McLaren 720S sitzen. Das ist auch super süß. Die Kabine dieses Traktors ist nur für eine Person geeignet. Doch der Fahrer hat einen Weg gefunden, um einer Frau zu helfen. Mit ihrem Fahrrad. Schaut euch diesen alten Mann auf einem Behindertenroller an. Niemand scheint sich um ihn zu kümmern und er wäre lange im Hochwasser gewesen, wenn es nicht diesen netten Passanten gegeben hätte. Dieser Mann dachte, dass es den Kindern eine Freude machen würde, wenn es einen Lastwagen während eines Staus in ein Kino verwandelt. Eine Mutter, wenn der Stau so lange dauert, dass man den ganzen Film schauen kann. Schützen. Doch dann tat es ein Fremder für sie. Stellt euch vor, wie lange es dauert, bis Enten ein Nest bauen. Oh, er hilft ihnen, ein Nest zu bauen. Einen Ball zu fangen bedeutet für jeden Fan viel. Aber für diesen Jungen ist das der größte Tag seines Lebens. Wie süß. Als die Ampel grün wurde, war diese arme junge Frau nicht einmal auf halber Strecke über den Fußgängerüberweg und sie war bereits erschöpft. Und nur eine Frau schien sich um das zu kümmern, was mit ihr geschah. Krass. Hier seht ihr, wie Fußballspieler Jamal Adams einen seiner Fans begrüßt. Er gibt diesem Kerl das Gefühl, sein bester Freund zu sein. Eine Straßensängerin. Mann, das bleibt für immer in seiner Erinnerung für sein ganzes Leben. Seinen Obdachlosen, der direkt aus einer Mülltonne essen wollte. Und sie konnte das nicht zulassen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber ein Fremder gab ihr danach doppelt so viel. Karma funktioniert. Der 94-jährige Ken Bedoff verbrachte 75 Jahre mit seiner geliebten Frau Ada, bis der Tod sie trennte. Er wollte nicht lernen, ohne sie zu leben. Und dann gaben ihm seine Kinder ein besonderes Geschenk, damit er das niemals tun musste. Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen gibt es nichts Wichtigeres, als zu sehen, dass auch sie zu dem werden können, was sie sein wollen. Okay, ich musste zum Glück nicht heulen, aber mir kamen schon oft so fast die Tränen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Tschüssikowski.